hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no. Eins. Junge. Hallo. 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 Arma 3. Altes live. Altes live. MyLP, Sex, ich, der Kevin und ich, der Yugi, Hans Duck, fuck. Wir machen heute Randale. Wir eskalieren. Und wir sind wieder zurück. Lange kam keine Folge mehr. Und ich bin gleich wieder da. We will back! Wieso bist du gleich wieder da? Wo gehst du schon wieder hin? Yeah. Sebi, du hast echt einen heißen Fasten. Bist du trunken oder was? Ja, bei mir lenkt so stark. Ja, ich weiß, flipperst da rum. Wenn ich mal fahren soll, sag Bescheid. Nein. Ich fahr mit 350 so, gegen der Haus. Kevin ist auch wieder mit dabei, ja, der Zelda-Fan. Oh, yeah, lenkt, aber ich nehme. Tour noch nicht geladen sind. Nehme aber nicht auf, weil so Festplatte kaputt. Bist du der Kevin von gestern oder vorgestern? No. Habt ihr Fiesta gezockt? Du bist ein anderer Kevin. Anderer. Du bist der andere Kevin, okay. Er ist der Zelda-Fan, Yugi, den kennst du doch. Das ist übrigens auch mein Teamspeak. Das ist dein Teamspeak, Yugi. Yeah. Yeah. So, Leute, wir sind auf dem Weg zum Dings, zum Waffenhändler. Ja, normal. Doch, die Waffen sind nicht. Oh, da steht jemand, oder? Kevin, wir müssen was besprechen. Später. Aha. Was müssen wir besprechen? Na, ich und Kevin müssen was besprechen. Sehr wichtige habe ich Frage zu ihm. Alte Frage. Ja. Dann steigt mal aus und besprecht mal euren Kram. Wie groß ist deins? Was groß? Zwischen deinen Hosen, was hast du? I don't know. Nee, das war nur Spaß. So. Warte mal, wie. Waffen. Nee. Sebi hat den Yugi getötet. Ich wollte gerade einsteigen, da fährt er los. Ich hab gesagt, du bleibst auf dem Zuhause, noch gar nicht losfahren. Oh Mann. Ja, GG. Ja, toll, warum ich da. Ich war nicht dabei. Hab ich schon. Ein Sunny Online, ja, das ist natürlich in 10,4 Metern. Auch der ist da um die Ecke hier. Aber wer weiß, ob der kommt. Soll er mir nicht fahren, ich will nicht sterben. Warum stirbt man eigentlich immer so blutig hier, ey? Weiß ich nicht, guck mal, ich loote dich, Yugi. Toll. Ich hab ja auch so viel. Hier, guck mal, nochmal Teabaggen hier. Oh, war nicht Teabaggen. Kommt der schon? Ich glaub, ja. Der Medic kommt. Yeah, das geht ja mal schnell. Oh yeah, Leiche schön warm halten. Halt mir mal meine Eier warm, sonst bin ich nachher impotent. Der Medic ist vorbeigeflogen. Was? Medic! Kevin? Ja? Was machst du? Ich hab was gekauft. Achso, du hast eine Wumme gekauft. Normal. Oh, ich bin nicht dazu berechtigt, in andere Rucksäcke zu greifen. Ich? Ja, ich hab eine. Ich habe eine 5,56 mm. Was hast du denn? 9 mm. Wow. Ja, Mann. Meine 9 mm, mit der rasiere ich. Den kleinen Akkubohrer, ey. Sag nichts gegen die Waffe, die ist stark. Ah, der kleine Akkubohrer. Ja, Sebi, wenn du jetzt von der Polizei angehalten wirst, dann kommst du erst mal in den Knast. Echt? Ja, keine Angst, wir verteidigen dich, wenn die Bullen hinter uns her sind. Blaulicht? War das jetzt gerade in-game oder irgendwo real? Hab ich mich auch gefragt. Das war bei mir. Ja, das ist hier ständig. Ey, warum haben wir jetzt noch ein Magazin? Wer schießt da? Wer beschmust mich denn da schon wieder? Weg da, ihr Leichenschänder! Leichenschänder? Ehrlich, ey. In nekrophile Arschlöcher.
So. Mag aber Leichen. Fick dich! Schon wieder du? Ja. Boah, wir müssen gleich erstmal zum Rebellenaußenposten. Rebellen. Ich packe eine Munition. Wie geht das? Ja, das Gute ist, der Kevin weiß nicht, wie man K.O. steht und das sag ich ihm auch nicht. Das muss er selber herausfinden. Uts. Hey! Woher weißt du das? Junge, 1000 mal 3 Stunden. Wat? Hast du ihn umgeboxt? Gut ja. gemacht, gut gemacht. Das macht er mit uns auch immer. Wenn mich jemand umboxt, boxe ich zurück. Klar. Das ist, glaube ich, der Lümmerig. Den boxe ich gleich auch um. 1000, aber das kannst du nicht. Eddig! Hilfe! Kann man dir eigentlich auch noch Nieren klauen, geht es? Hier? Keine Ahnung. Ja? Gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, oh, oh, das ist die Polizei. Wee, wee. Jo, ich bin ja mal weg. Sebi, dann. Warum bist du weg? Du hast eine legale Waffe. Ah ja. Ich muss weglaufen, weil meine ist illegal. Pack den Rucksack. Aber das weiß ja niemand, ne? Gucken da eh rein, du musst den Rucksack wieder hinlegen und dann sagt er. Ja, ich hoffe nicht. Doch, das machen die. Dürfen die dich hier einfach so untersuchen? Ja. Die fragen halt ganz höflich. Ja, dann sagst du, nö, ist dein Eigentum. Ja, und wenn man nö sagt, dann sagen die, warum nicht? Ja, weil ich da eine illegale Waffe drin habe. Dann sagst du, du hast eine Dildo-Sammlung drin, die die nicht sehen sollen. Genau, ja. Und die ist eigentlich viel zu groß für ihn. Ja. Ja. Ja, den führe ich immer den Yugi. Ins Ohr ein. Stört genau, genau. Oh, ins Ohr. Oh, ich habe 2 gegrilltes Hasenfleisch damit vom Yugi. Ich hab gedacht, der Yugi hatte 1 Dollar. Wow. Ach, das Essen ist? Braucht man ja auch, ne? Ja, 1 Dollar hast du mir geklaut. Genau. Mein. Brauchst du auch. Yeah, geil, ich hab nix. Ey, warte, ich musste mal was essen. Wie lange brauchen die scheiß Medics? Ich hab nur eine. Weiß ich gute nicht. Idee. Ich hab keinen Bock, mich schon wieder neu einzukleiden. Das war ein Unfall, ich wollte nicht absolut Yugi mir das machen. Haben wir jemand Essen geben? Steht derselbe hier jetzt schon für 2 Morde auf dem Weg? Ist jemand vom ADAC online vielleicht? Was? Alter, halt die Schnauze im Zeug. Echt so. ADAC? Oh. Raus aus dem Sidechat, aber sowas von. Immer, ihr klaut mich die ganze Zeit. Wer schießt da? Mikey. Das bin ich nicht. Schönes Geräusch der Waffe. Du schön. Sammy, warum bist du verletzt? Ich hab dich doch eben schon geheilt. Keine Ahnung. Weißt du, weil ich zu stark verpedde, deswegen. Warte mal, wo sind wir hier? Telos. Am Arsch der Welt! Telos, ich schreib mal dem Medic. Telefon, wir brauchen. Hilfe. Wir brauchen Medic. Ich in Dings. Ja, GG, ich kann keine Screenshots machen. Telos? Ja, Telos, Waffenhändler. Doch. Ne, wegen Sebi hängen wir jetzt hier. Habe ich jetzt wieder so viel zu schneiden, ey. Oh. Oh, du Scheiße. Funktioniert das? Wegen Mund halten, dann fällt mir das Schneiden leicht. Wow! Alter. Hallo, ich pack hier rum. Kann man jemand mit Auto schnell kommen zum Einsteigen? Hallo. Kann man jemand. Ja, GG. Juhu! Auto. Und wer den Auto? Was macht wer? Ihr denn? Wer ist so? Ich. Was macht ihr? Hier, guck mal, ich heb ne Waffe auf. Ja, Safety mal. Was hast du gemacht? Warum bist du tot? Ich bin gesprungen. Und ich back da rum. Bist du zu weit oder zu tief gefallen oder was? Nee, ich bin eigentlich gar nicht zu tief gefallen. Ich steck dir im Haus in der Wand irgendwie drinne. Du kannst dich nicht porten, hä? Nee, noch nicht. Nee. Soll ich auf Medic warten, oder? Ja, mach mal auf Medic warten. Ich
glaube zwar, dass der nicht 10 Minuten. Kommt, aber... Ja, ich klicke mal leider nicht, ich klicke erstmal auf Nein, weil Medic wurde hier schon gerufen. Yugi, kannst du nochmal rufen, wenn er dann ruft? Geht nicht, kann man nur einmal rufen hier. Der sagt, nach 10 Minuten kann ich respawnen, aber ich kann nur einmal hier rufen. Ich fühle aber mit dir. Ja, ich ist ganz schönes. Schön. Immerhin war es der Sebi nicht. Bei Kevin. Ja. Ist nicht so schön hier mit dem Kopf auf der Bordsteinkante zu gehen. Das sieht echt kacke aus. Aber ich lieg im Schatten. Ja, ich lieg in der Sonne. Warum ich stink schon. Warum packt ihr mir die ganze Zeit an der Eier? Das ist dein Traum. Das ist mich nutzt nicht halt jede Gelegenheit. Ja, wir müssen aufpassen. Ich sterbe jetzt nur noch da, wo niemand an mir dran kommt. Ja, in dem Häcksler. Oh, Kevin! Oh! Geh da weg. Das sieht sogar richtig aus, als ob du da hinpackst von hier oben. Ja, ich hab. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Hier, mein Personalausweis. Oh. Ja, danke, den sehe ich leider nicht. Oh. Auf Sache 90 kommt. Ich nehme mich mal an der Straße, ja. Vielleicht kommt da ja jemand vorbei. Ich glaube, da kommt wirklich keiner, sollen wir respawnen. 11 Kilometer weit Alter, ist der entfernt. Was ist das für ja, der kommt nicht voll. Näher. Der geht immer weiter weg. Ja. Ja, Sebi, das ist deine Schuld. Hättest du den Yugi nicht umgefahren, wären wir jetzt schon längst nicht mehr Hallo. Hier. Hallo, er ist in ein Haus reingegangen. Ich habe gedacht, ich kann ein bisschen nach vorne fahren. Und er, in diesem Moment, wo ich fahre, los, er kommt raus aus dem Haus. Ich wollte einsteigen. Ja, haben wir auch später auch mitbekommen. So, ich stelle mal in die Straße, vielleicht kommt da jemand vorbei. Hey, können sie aber auch nicht wiederbeleben. Nö. Aber vielleicht hat er eine medizinische Ausbildung. Ich glaube weniger. Ja, ich respawn dann gleich, ist mir scheißegal. Und ich auch. Sebi, wenn du Kohle hast, weißt du Bescheid, ne? Geht an mich. Okay. Sebi, wir fahren nach Atiro. Jetzt beklaut er mich ja auch noch. Sebi, hau ab. Warte mal, meine Waffe hast du ja genommen, ne? Ja. Sebi. Ja gut, dann muss ich die schon mal nicht neu kaufen. Außer Magazine gleich. Ich frag mich, wie ich dich töten kann. Ja, der kommt, oder? Schießen. Ne, 13 Kilometer weit. Der geht immer weiter weg. Gibt eine schlechte Bewertung auf Facebook. Was? Leute, geht ihr diesen Chat hier? Oh, noch 40 Sekunden. Oh. Ich spawn auch. Hallo? Hallo? Wie lange musst du noch warten? Ich hab mich auf Feuerwehr rufen gedrückt. Ey, das ist meins. Ich hab keine Lust, 10 Minuten zu warten. Dieb! Hilfe! Dieb! Falls jemand zufällig muss, eine bewältigt sind. Halt die Schnauze in Zeit! Nicht der Zeit, aber Militärshop. Mal Sub 16. Jogi, du ja, hier. Pack auf den Scheiß, der geht immer weiter weg. Respawn, Alter. Ja, respawn mal. Atira. Wo seid ihr jetzt? Wo soll ich respawnen? Atira. Was ist der nächste? Atira. Ja. Wir sind nicht weit gekommen, ne? Ja. Die kommen uns einfach wieder abholen und wir gehen dann nochmal hin. Was willst du mit dem Auto? So, ich respawne jetzt in Atira. Bitte einmal abholen. Bestimmt einen geilen Stunt machen, oder? Probier's nicht aus. Sonst bist du nicht 100 tot. Oh, ich glaube, der Sebi ist auch gleich tot. Warum? Oh, doch nicht, ach Sebi. Ja, holt mich mal am ATM dann ab. Ja, hättest du uns nicht den Gefallen tun können und auch sterben können. Was? Kannst du kurz aufsteigen? Ich will was machen. Nein, du willst wegfahren. Nein, ich will nicht wegfahren. Ich will wirklich nein, nicht. Nein, du steigst jetzt ein und ich steig erst in der Tiere aus. Komm, erlaub mir kurz fahren. Nein. Bitte. Nee, ich kann nicht switchen. Das geht nicht, selbst erlaube ich dir nicht. Bitte. So, bitte. Also, du hast 3 Sekunden. 1. Nice. Oh, ich hätte fast 174.000 mitgenommen, die ich nicht habe. Du hast Kevin. Außerdem, das ist mein Auto. Ja, ich geh klammern da dann.
dann. Now it's anstatt man den Sideshot ausstellt. Nein. Sollen wir es Tolles machen? Oh. Jo. Jemand tot? Nein. Nee. Hey. Doch nicht. Du gehst Klamotten holen, Kevin. Yeah. Volle Gas, volle Gas, volle Gas, volle Gas, volle Gas! Rucksack. Alter. Boots, wo ist Rucksack? Ich glaube, ich nenne die Folge das reinste Massaker. Alle tot. Leicht ja. Übertrieben, aber kann man machen. Falsch. Wo seid ihr alle? Klamottenladen ist da. Bin ich hingelaufen? Oha. ja. Baumarkt. Was hab ich denn da? Ja, da kommt einer von oben mit einem Fallschirm. Jetzt ernsthaft? Ja, da kommt einer geflogen. Siehst du den vor dir? Ich gehe da. Juhu. Er genießt sein Leben. Ah, ich glaube, der ist gestorben. Echt? Ja, da, ich glaube, der war 187 Captain Nemo. Captain Nemo? Bestimmt zu schnell aufgeklatscht. LOL! So. Oh, Sebi, jetzt hast du das Auto kaputt gemacht. Wie? Mikey. Ja, du bist rausgesprungen, das Auto ist kaputt gegangen. Sind in den Hummingbird Fallschirme drin? Das ist scheiße. Ja, dann lass okay, mal falschen. Sammy, viel Spaß. Klippert. Ja, ich helfe dir nicht. Ciao. So, jetzt brauche ich nur noch meine Waffe, ein paar Magazine wieder. Aber nee, Sammy, mach mal heil. Ich hab keinen Bock zu laufen. Heil mich kurz nochmal. Alter, ja. Als ob. Ich hab gedacht, der Buch. Kevin, wo hast du jetzt die Waffe gekauft? Hier ist sie nicht. Die Waffe? Ja. Die habe ich am Waffenshop gekauft. Ist der auch hier oder was? Nein, wir waren nur gerade am. Ich habe gerade keine Waffe, aber Mikey hat meine aufgehoben. Ach so, ja, ich wollte schon sagen, so, hä, hast du schon wieder? Ja, ich habe so Hex. Ah ja, normal bei dir, oder? Kann man abkaufen, ja. Ich hack alles. Mein Wackbank kommt ja auch nicht. Einfach so. Ihr Vater ist die Polizei. Aber Mikey, ich sehe euch da hinten sogar rumfahren. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Dies ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts an. Wollt ihr den so hört man das eigentlich immer überall. Ja, frage ich mich gerade auch. Ist das der Helikopter? Warte, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen. Ihr fahrt jetzt an mir vorbei. Kevin, du hast keine Munition mehr. Ja, dann fahren wir da halt hin. Hinter dir, hinter dir. Voll, ja, nehme ich mit, danke schön. Oh, sehr gemeint für uns. Ach so. Woher soll ich wissen? Mal auf. Leg mal eine Waffe ins Auto, bitte. Wo ist denn hier der Scheiß? Ey, komm mal, die neue Karre mit dem Update. Yeah, der Prolo. Habe ich die Lizenz noch? Hey. Was? Ah, oh, ist das? Hallo! Sag mal, was machen Sie denn hier? Ja, wir wollten eigentlich ein paar Leute, zwei Leute abholen. Dürfen wir aussteigen? Dann kann man sich besser verstehen. Ich glaube nicht. Ja, okay. Ich will das Auto da hinten auch haben. Du brauchst ja DLC für. Warum haben sie uns jetzt eigentlich angehalten? Das war so unnötig. Weil du müffelst, Opa. Hallo? Hey, du kannst doch nicht weiterfahren. Du kannst weiterfahren, fahr doch. Ja, oder wollen die jetzt Snowboard von uns? Bleib mal stehen, Sebi. Hallo, Jan. Hallo, guten Tag. Ja. Ja, warten Sie. Oh, warten Sie.
Sebi, du hast ein kleines Problem. Wieso? Ja, kleinen Ausweis. Kann man Ausweis zeigen? Wie kann ich Ausweis? Mausrad scrollen. Mein Name ist Zanne Kegelhock. Zanne Kegelhock. Guten Tag, Herr Officer! Mein Name ist Hase. Ja, ich denke, meine Kollegen haben sie angehalten, weil sie, glaube ich, gerade wild rumgeschossen haben. Ich tippe mal vor sie. Nein. Was? Was? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Scheiß. Also, wir haben hier nicht wirklich rumgeschossen. Wir werden jetzt mal kontrollieren, ob sie Waffenstände was haben. Mir jetzt? Was für eine Waffe sie besitzen. Und das ist kein Problem. Dann fangen wir mit ihnen einmal an. Könnten sie bitte einmal ihren Rucksack auf den Boden legen? Ja, gerne. Kein Problem. Ja, hier. Können wir aufgeben? Kollege? Genau. Tun Sie das mal, Kollege. Ich mache hier eine Kofferraum rein. Warum werde ich jetzt festgenommen, Alter? Was habe ich gemacht? Machen die immer prophylaktisch. Damit du dich nicht wehren kannst. Damit sie dich befummeln können. Haben Sie mal einen Ausdruck mit der? Was ist denn das jetzt hier für ein scheiß Wasserzeichen? Moment, der liegt im Auto! Mikey, bist gefickt. Ich hab ihn geholt, aber irgendwie. Mein Name ist der Tom von Bert. Ihr dürft mich Tom nennen. Hans Dack bin ich, hallo. Was? Hallo? Rucksack auf dem Boden. Wie, Mann? Wer ist? Alter, so viele Leute, die ich verstehe gar nicht. Mike, renn. Was? Hier, guck. Was ist denn? Hier sind's. Hier, hallo. Hier sind zu viele Leute, ich verstehe nix. Verstehe nix. Was? Was? Hallo. Hallo. Was? Du gehst hier lang. Ja, okay, hier ist klar. Jetzt hast du mir einen Such. Warum? Kann man ja jeder da rein tun? Das Auto ist doch offen. Ja, und die anderen Lehren sind aber alle vom Fahrzeug entfernt gewesen. Herr Kollege, wir haben hier anscheinend jemanden. Der rechte da mit karierten Hemd hatte. Nee, ich hab das aber gesehen. Sie waren der Einzige, der am Kofferraum war. Ja, aber der Herr mit dem karierten Hemd, der steht da auch die ganze Zeit und hätte da auch jederzeit was rein tun können. Den Herrn habe ich aber im Auge behalten. Der hatte da nichts reingeworfen ins Auto. Genau, also auf alles. Man muss auf alles achten. Ach ja, ist das wieder schön hier. Ja, aber ich bin ja aber fest, um zu gucken, die nötige Waffenschein haben dafür. Ja, okay. Ja, Sie legen jetzt bitte. Das nicht machen, wenn Sie mitbekommen. Was? Und dann spitzen Dinge bei sich, wo alle sich verletzen kann. Da müsste ich mal kurz in meinen Rucksack gucken, das weiß ich nicht. Den habe ich nämlich seit 3 Wochen nicht mehr geöffnet, wissen Sie? Was ist denn jetzt hier los? Warum sind die alle gekommen? Herr Officer, das ist der Diabetes, da müssen Sie aufpassen. Yogi, nicht im Gruppenchannel. Ey, scheiße. Das hören die nicht. Wir haben sogar Waffenstände her, das heißt, sie dürfen die Waffe behalten. Aber ich würde sie bitten, die Waffe, die sie da haben, im Fahrzeug, im Rucksack bzw. im Fahrzeug mitzuführen. Und nicht die Person einzubinden. Ich die Welle gehört. Wunderbar. Alter. Was hat denn der Kollege gesagt? Ist die Waffe nicht illegal? Weiß der doch nicht. Ich hab Waffenschein. Okay. Ich verstehe gar nichts. Lass gleich nochmal zum Waffen hin erfahren. Aber der Opa hat eigentlich immer nur illegale Waffen. Hat er das jetzt in-game gesagt? Ja. Ich doch gar nicht.
Och, der hat immer illegale Waffen. Ich muss immer auf den aufpassen, der baut nur Scheiße. Handgranate nicht gefunden. Er ist ein Hase. Seien Sie leise. Zum Glück haben Sie den Drogensüchtigen auch mitgenommen. Was passiert jetzt mit Ihnen? Darf ich mitkommen? Ich bin sein Anwalt. So, eine Sache her. Also, ich finde es einmal richtig vor. Tschüss, Sammy. Kann ich so wohl nicht gehen, wenn ich dann nicht kann. Dann bin ich richtig anders. So, dann fahren wir mal zum... Haben Sie richtig verstanden? Okay. Ah, ich wollte zum Waffenmoni. Okay. Ja, lass hinterher fahren. Wir machen eine kurze Aufnahmepause. Tschüss. Tschüss. Wanna see you again. 3, 2, 1. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Alles live. Ja, der Sammy kommt in den Knast. Wir fahren jetzt mal... So, was haben Sie gesagt? Weil ich habe vorher nichts verstanden. Weil ich war noch in TS. Ich habe Ihnen gerade eigentlich die Rechte vorgelesen, aber was ich gehört habe, lesen Sie die Rechte vor. Also, wenn Sie richtig schweigen, alles was Sie sagen könnten, wird voll dich gegen Sie werden. Sie haben ein Recht auf den Anwalt. Wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen alles vom Staat gestellt. Haben Sie Rechte verstanden? Ja. Toll! Wunderbar. Also, mein Kollege hat mit ihm gesprochen, sie haben anscheinend einen Rucksack nicht auf den Boden gelegt, das heißt zeigen. Somit haben sie jetzt einmal aus der Kuh mitgenommen und da werden weitere Verfahren gegen sie eingeleitet. Vorher habe ich nichts verstanden, war so viel durcheinander. Ich und die in den TS haben geredet und sie haben geredet und ihr Kollegen, ich habe nichts verstanden immer. Ja, die müssen sich halt ihre komischen TS, was das auch mal bedeutet, dann halt ausschalten, ne? Ja, Entschuldigung. Feuern, Feuer! Was ist Nano, wo bist du? Da wird eingefahren, ich hab grad nur meine Arbeit eingefahren. Also, die dürfen sogar in das beste HQ, was es hier auf alles gibt, mitkommen, ne? Da können sie sich geehrt fühlen. Mhm. Nano, ich brauch dich mal. Du musst immer die Person. Wir sind jetzt Arbeitskollegen. Hi. Ach du Scheiße. Wer hat den Lynchbasten eingestellt? Oh komm, nee. Was? Mann. What the fuck? Du bist trotzdem unter mir. Ich bin geknast. Ohne Geld, ohne gar nichts. Wunderbar. Was hören Sie mich denn jetzt? Ja. So, also, Freundes, ich lasse Sie gleich frei. Sie legen bitte Ihren Rucksack auf den Boden und zeigen mir Ihren Ausweis, okay? Okay. Kollege Lee, können wir machen. Und Sie richtig, haben Sie das verstanden? Also, Entschuldigung? Ja, okay. Aber ja. Wie geht das? Achso. Versuchen, wo ist die... Also, der Herr, ich mach Sie frei, Sie gehen mit Ihrem Rucksack auf den Boden und zeigen mir Ihren Ausweis. Bzw. sagen mir Ihren Namen. Nicht weglaufen, ne? So, bitte einmal Rucksack auf den Boden legen. Also... Entschuldigung, das war keine Absicht. Weil ich spiele jetzt schon seit langer Zeit, habe ich nicht gespielt und spiele heute erstmal. Ich weiß nicht, wie macht man das nochmal? Sie müssen Ihren I-Muskel bewegen und an den Rucksack mit Ihren Muskeln von Ihren Rücken zerren. Okay. Freund, ich muss weg. Was war's? Ja, viel. Was auch was? Okay. Was war's? Okay. Ja. Haben Sie verstanden, wie Sie es machen? Ja. Was ist los? Ja, Ihren E-Muskel tätigen und dann bitte einmal auf den Boden legen, Ihren Rucksack. Habe ich schon. Ah, wunderbar, Sie haben es hinbekommen. Sie können ein bisschen zurücktreten, müssen Sie jetzt mal ein bisschen zurücktreten vom Rucksack. Die können Sie aufnehmen. Mhm. So, wie heißen Sie denn, Herr? Sachsbugs.
okay. Ich kontrolliere mal die Fahndungsliste, ne? Oh, die werden besucht in einmal überfahren mit Todesfolge. Vor paar Minuten habe ich aus Versehen jemanden überfahren. War keine Absicht. Das war der Yugi wahrscheinlich. Oder wie der heißt. Das war mein Kollege. Kollege, achso, okay, dann können die Kollege mal herkommen in Sakube. Okay. Das sage ich ihm gleich Bescheid. Sound resume. Der Kollege. Der Kollege soll einfach in Haku reinkommen. Mein Kollege habe ich gerade geredet. Die so, sind Herr, schon bei Haku. Darf ich kurz stören? Sie müssen auf jeden Fall ein Ticket von 20.000 zahlen. Da sie sich gegen mich und meine Kollegen widersetzt haben, genauso wie mich in einer polizeilichen Anweisung. Ich habe das Geld zusammengerechnet, das ist ein gutes Haus, das haben sie gerechnet. Ich würde gerne das zahlen, aber auf meiner Bank habe ich nur 6.000. Hat denn Ihre Kollege so viel Geld? Vielleicht die könnte ich schon haben, so viel Geld. Also 20.000 oder was? Genau, 20.000. Dann fahren Sie mal kurz nach, dann bezahle ich das, wenn ich bei dem Hund da hinten, weil er wird der Preis sein. Und dann ja. Kommen Sie mal kurz mit, bitte. So. Ja, ich nehme mich mal kurz mit hier raus. Okay. Ich sehe gar nichts. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich wollte einmal Ihre Bestätigung. Hat der Herr Sie überfahren gehabt? Der hier. Yugi? Hat er Sie überfahren oder? Können Sie reden überhaupt? Hallo? Hallo, ist. Wieso redet ihr nicht? Versehentlich überfahren. Was überfahren. Achso, versehentlich. Ich dann, Kollege, stell den Herrn, dann hast du schon das Ticket für 20.000 ausgestellt? Nein, der hat nicht so viel Geld. Ich hab gefragt, ob nicht irgendwer von den Leuten hier bezahlt hat. Aber die 20.000, die gehen eigentlich an mich. Schmerzensgeld. Also, dann zahlen Sie das Ticket von dem Herrn hier, oder was? 20.000 Euro Schmerzensgeld hätte ich gerne von dem Kerl hier. Also, dann wird das Ticket auch auf 20.000. Ich bekomme 20.000 von Ihnen. Nee, Kollege, ich wollte nicht. Heroin, der müsste ja, Speed. Mal in die Zelle für ein paar Tage und ein bisschen.
Ja, also Sie wollen nicht für Ihren Kollegen jetzt 20.000 zahlen? Ich hab für den schon genug gezahlt. Und die letzte Fuhre Koks musste ich für den auch bezahlen, weil er wieder so blöd war. Was für Koks? Was? Ja, Opa, du verkaufst nur ein ganzes Zeit Koks. Jetzt mal kurz Ruhe, hallo! Ach ja, so machen wir das, danke schön. Also Folgendes, würde für den Herrn jetzt irgendwer 20.000 zahlen? Ja, okay, ich mach das! Das stelle ich dir irgendwann in Rechnung! Dann muss ich die einmal fesseln, damit Sie das bezahlen können. Ja, machen Sie das aber bitte mit Stoff fest! Au, das war Eisen! Ja, aber die Kollegen wollten nicht. Ich mach mal ein bisschen locker, so. Besser? Ja. Mörder. Ja, Mörder. Besser. Ich, oh, Mörder. Du, ich geb Mörder. 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 Ruhe da hinten! Zwei. Mörder. Baby, du bist ein Mörder! Du hast mich getötet. Zweimal. Eins, zwei. Du Mörder. Tja, dann lass mich hier wieder frei. Die Rechnung kommt, ja. Bis dann. Wir sehen uns wieder. Schön, dann auf dich. Tschüss. Ja, da kommt die Mitte jetzt. Du weißt ja, wenn du irgendwann mal wieder zu Kohle kommst, ne? Das geht dir mal schön. Weil ich nicht schon alles für dich bezahlt hab. Das Auto. Ich steig dir mal ein. Die Fuhre Koks, wo du immer noch was von hast. Du bafferst. Opa. Das magst du mir gerne, Opa. Das weiß ich. Danke. Sebi, du hast echt eine Menge Blowjobs vor dir. Also ehrlich, wie mit dem Koks. Du Nutte. Hallo, ich hab keinen. Was? So, aber jetzt lass uns zum Waffenhändler fahren. Jetzt fahr nicht wieder den Opa um hier, warte. So, ich steig lieber ein, bevor ich doch überfahren werde. So. Die Folge geht's fürs 11. Mach jetzt hier eine Aufnahmepause, dann brauche ich mir nicht zu viel schneiden. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.